Herzlich willkommen zu dem Tutorial HTML und CSS. Mein Name ist Frederik Weitz. So, wir hatten uns das letzte Mal die Definition von Innenabständen zwischen Rahmenlinie und Text angesehen. Und das hatten wir mit Padding, das hatten wir definiert. Jetzt möchten wir uns die Außenabstände ansehen, nämlich von der Rahmenlinie zu dem nächsten Element. Und das Ganze machen wir mit der Property Margin, und ich zeige euch mal, wie das aussieht. So, wir gehen in unsere Klasse wieder hinein. Wir haben hier oben unser p.fat und ich setze einfach mal dahinter den Befehl Margin, und den kann ich genauso nutzen wie den Befehl Padding. So, und ich möchte jetzt erstmal eine Margin von 30 px haben, 30 Pixeln. Ich speichere das ab und wir schauen uns an, was passiert. Und hier. So, und jetzt seht ihr, hat er etwas anders gemacht. Er hat nämlich die Ränder oder die ganze Box offensichtlich vom Rand abgerückt. So, und das liegt natürlich daran, das zeige ich euch dann mit dem Box-Modell, dass er nicht einfach nur eine Box hat, sondern er hat vier Boxen. Und zwar einmal die Box für den Inhalt, da steht der Text jetzt drin, da könnte auch ein Bild drin stehen oder Text und Bild. So, dann hat er die Box für den inneren Abstand zwischen dem Inhalt und der Rahmenlinie, der normalerweise ist diese Box 0, und das heißt, die Linie von dem Inhalt oder die Außenlinie von dem Inhalt fällt mit der Rahmenlinie zusammen. So. Und dann hat er die Rahmenlinie als Box und darum herum hat er die Außenlinie als Box. So. Und so einfach ist das. Das wird alles im Hintergrund des Computers errechnet und für uns sieht das dann so aus, als gäbe es dort einen Abstand. In Wirklichkeit sind es nur vier Boxen immer wieder ineinander geschachtelt. Und dadurch kriege ich so eine hohe Flexibilität bei diesen Rahmenlinien hin. Gut, 30 Pixel Abstand. Nach oben sieht man die jetzt schlecht und nach unten. Aber natürlich kann ich hier auch sehr individuell vorgehen und kann sagen, okay, 30 Pixel nach oben, daraus kann ich wieder 0 Pixel machen. Dann möchte ich rechts, naja, da ist es auch nicht so wichtig, auch 0 Pixel haben, aber unten zum Beispiel, da möchte ich jetzt 100 Pixel Abstand haben und links möchte ich sogar 200 Pixel Abstand haben. So. Und ich speichere das Ganze ab. Und wir laden das Dokument neu und so. Und es sieht ganz anders aus plötzlich. Ne? Plötzlich sitzt dieser Rahmen so, als wollte ich den dort haben. Ich habe jetzt nur willkürlich Werte eingegeben. Aber klar, es gibt natürlich eine Einsatzmöglichkeit dafür, dass man den Rahmen genau so auch setzen möchte. So. Und das ist der Befehl Margin, der definiert den Außenabstand. Jetzt fehlt uns noch eine Kleinigkeit, die zeige ich euch beim nächsten Mal, nämlich wie man die Breite und die Höhe von dem Inhaltselement setzt. Und dann zeige ich euch das Ganze nochmal in dem Box-Modell. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann gebt mir bitte einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder mit der Höhe und der Breite von dem Inhalt.